Autounfall. Jerome Christoph Zick ist in seinem Wagen eingeklemmt. Fahrradsturz. Frank Klein fährt leichtsinnig einen zu steilen Abhang hinab. Fußverletzung. Manfred Wulff droht die Amputation. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Notrufmagazins. Wir sind heute in Bremen zu Gast beim Universum Science Center. Das ist untergebracht in diesem etwas eigenartig ausschauenden Gebäude. Von der einen Seite sieht es aus wie ein Boot, von dieser Seite mehr wie eine Muschel oder wie die Bremer auch sagen, wie ein silberner Wal. Was ist da drin zu sehen, werden Sie sagen? Ich werde es Ihnen verraten. Wissenschaft zum Anfassen, richtig zum Anpacken, also zum Verstehen, zum sehr einfachen Verstehen. Und wir werden Ihnen das auch gleich zeigen innerhalb dieser Sendung. Nicht wegschauen, sondern helfen, das ist das Motto unserer Sendung seit mehr als 11 Jahren. Und das ist manchmal auch für die Helfer gar nicht so ganz einfach, wenn sie dann an den Unfallort kommen. Das mussten auch die Freunde von Manfred Wulff erfahren, als sie sahen, dass er in eine ganz furchtbare, in eine ganz schreckliche Lage geraten war. Sie mussten wirklich Nerven wie Stahlseile haben. Die Zeit nach dem Unfall war schon ziemlich schwierig für mich. Da hat man sich schon Vorwürfe gemacht. Wie soll das jetzt an der Baustelle weitergehen? Das weiß ich noch nicht. Keine Schuld. Ich habe mir doch schon Gedanken gemacht, weil ich ihn mir auch überredet habe. Hätte ich es mal vielleicht nicht gemacht. Ich bin absoluter Motorradfreak und wenn die Sonne rauskommt, dann muss ich einfach los. Und ich fahre gerne mit meinem Kumpel Dieter und dann treffen wir uns bei Titus an der Tankstelle. Hi. Du hast du morgen früh auch Zeit, kannst du uns ein bisschen helfen? Was ist davor? Wir wollen da so eine Decke wegmachen. Morgen früh Rad? Oh nee, habe ich keine Zeit. Habe ich Marc versprochen, wir wollen einkaufen gehen. Ah, kannst du das nicht verschieben? Ah, okay, gerade morgen früh. Wäre echt gut, wenn du kommen könntest. Wir könnten dich echt gebrauchen. Ja, wir waren dann doch froh, dass Manni dann doch gekommen ist. Er war ja erst unten zum Schutzschippen, ich war dann schon oben. Ja, wir wollten die Decke anzeichnen, dann wollten wir die einsägen mit einer Motorflex und dann wollten wir die hinter mit dem Hammer runterschlagen. Eigentlich hatte ich gar keine Zeit dazu, da mitzuhelfen, aber dann hat es doch wirklich toll Spaß gemacht und wir kamen auch super gut voran. Du holst schon mal runter, ich mach das dann hier oben. Dann habe ich mich noch einmal so umgedreht, habe geguckt, ob das alles so gut geht, was wir hier machen. Und dann bin ich doch runtergegangen. Mit der Säge habe ich einfach nur oben angeschnitten und da mit der Steinsäge kommt man quasi nur so 4 cm in die Decke rein und die Decke ist 25 cm stark. Zum damaligen Zeitpunkt wusste keiner von uns, dass in dieser Decke keine Moniereisen verarbeitet waren. Das bedeutete, mit jedem Schnitt, den ich tat, man die Decke schwächte. Also in dem Moment, wo ich da kopfüber hing, habe ich gar nichts gedacht. Als ich dann da oben stand und merkte, mein Fuß sitzt fest, dann merkte ich, scheiße, der Fuß ist ab. Ja, Kessing hier. Ja, hallo. Ja, wir haben einen Unfall hier, Drehuer Straße 115. Eingeklemmte Person, wir benötigen einen RTW und die Feuerwehr. Oh, oh mein Bein! Oh, mein Fuß! Dieter, hol die große Brechstange hoch! Dann habe ich doch die Brechstange nicht gleich gefunden. Also für mich kam es vor wie eine Ewigkeit. Aber ich glaube, es waren nur ein paar Sekunden, bis ich sie dann gefunden habe. Kommt denn einer? Ja, ich war schon ziemlich aufgeregt. Ich habe immer nur gedacht, es muss jetzt schnell gehen, weil der Fuß ja dazwischen war. Es muss schnell gehen. Jetzt hoch, hoch, mach, mach,
Ich habe mich dann ja hingesetzt und auch meinen Fuß selbst in die Richtung gedreht, wie er eigentlich gehört. Gedanken schossen mir sofort durch den Kopf, was wird mit meiner Familie? Kann ich meinen Beruf weiter ausüben oder kann ich auch meine Hobbys weiter ausüben, wie zum Beispiel Motorradfahren? Für mich war das kein schöner Anblick. Und da war ich doch froh, dass ich rauslaufen konnte und die Rettungskräfte einzuweisen. Vorne rechts in der Scheune. In dieser Situation, wo ich mich da befand, habe ich mich einfach nicht getraut, den Fuß weiter zu bewegen, weil ich einfach Angst hatte, da noch mehr kaputt zu machen, wie jetzt halt eben schon da war. Hier kommen wir hoch. Und ich war dann schon froh, als der Feuerwehrmann kam und mir den Fuß abnahm, weil doch der ganze Körper verspannt war durch diese ungewohnte Sitzposition. Der Patient hatte massive Schmerzen, eine ausgeprägte Schocksymptomatik, eine offene Sprunggelenksfraktur rechts. Seinen rechten Fuß hat der Wolf selbstständig schon in die achsgerechte Position gerückt, was für uns die weitere Arbeit erleichtert. Vielleicht gibt der Notarzt ein, ja? Der gibt ihm was gegen die Schmerzen. Bis zum Eintreffen des Notarzts sicherten und überprüften wir die Vitalfunktion. Der Patient bekam Sauerstoff, was ganz wichtig war, dass der Patient auch einen psychischen Zuspruch bekam. Danach haben Sie keine Schmerzen. Nein, nur das Bein. Hier geht es zuerst mit dem hinteren Bereich, guckst danach, ob durch den Einschuss weitere Einschussgefahr besteht. Ich habe mit dem Patienten gesprochen, er war orientiert, hat aber sehr starke Schmerzen, hat mir geschildert, dass er sonst keine Verletzungen hat. Und wir haben uns dann entschlossen, ihn in Narkose zu versetzen, das heißt zu intubieren und zu beatmen. Dann jetzt bitte mal Tapas. Ich bin hier hinten am Räumen, da löst die Decke. Ich denke, da besteht Einsturzgefahr. Da sollte man mit Stützen abfüttern. Wir stützen jetzt hier die Decke ab. So ist klar. Der Fuß war gut gefährdet. Ich habe den Fuß etwas reponiert, habe aber jetzt verzichtet darauf, den Schuh auszuziehen, weil einfach der Schmutz eine zu große Infektionsgefahr darstellt. Herr Kühling, wir bräuchten einmal ein bisschen Hilfe, um den Patienten über die Holztreppe. Ja, er kam dann ja auf der Trage die Treppe runter. Dann habe ich ihn noch einmal gesehen, der war schon in Narkose. Es war schon ein komisches Gefühl, ihn so zu sehen. Meine Gedanken waren immer nur bei Mannis Fuß. Ich habe gedacht, hoffentlich nehmen sie ihn nicht ab. Man steht da einfach rum und man kann nicht helfen. Zu dem Zeitpunkt schien es unklar, ob der Fuß überhaupt zu retten ist. Deswegen war es entscheidend, dass der Patient so schnell wie möglich ins Krankenhaus transportiert wurde, um da die weitere Versorgung einzuleiten. Wir mussten den Fuß im Schockraum nochmals endgültig einrenken. Diese Verletzung birgt für die Weichteilgewebe zwei Gefahrenmomente. Das ist letztendlich die Gefäßschädigung, die weiterhin droht. Und das zweite Moment, die Wundinfektion, die den Fuß gefährden kann. Beides kann letztendlich in einer Amputation des Fußes enden. Jetzt das Unfallbild, der Innenknöchel, der Außenknöchelbruch. Und man sieht jetzt hier, dass es sich auch um einen offenen Fersenbeinbruch handelt. Wollen wir mal schauen, was überhaupt noch vom Innenknöchel bei dieser Verletzung übrig geblieben ist. In der Erstoperation haben wir die Wunde gereinigt, abgestorbenes, geschädigtes Gewebe radikal entfernt und die Gelenksituation stabilisiert, indem wir sowohl den Innenknöchel als auch den Außenknöchel operativ verseucht haben. Auch nach der Erstoperation war der Ausgang dieser schweren Verletzung immer noch ungewiss, denn es kann immer sein, dass sich eine Wundinfektion einstellt. Das haben wir nur falsch gemacht, hätten wir es doch anders machen sollen. Ja, Dieter, das konnte keiner wissen, dass da kein Monieisen drin ist. Das wusste keiner, Dieter. Hätten wir im Moment eine Stütze gestellt. Hätten wir es mal gemacht. Ich war 11 Wochen im Krankenhaus und entlassen werden wollte ich eigentlich nicht, weil ich immer die Angst hatte, da kann eine Infektion entstehen und ich verliere dann vielleicht doch noch meinen Fuß. Und von daher wollte ich gar kein Risiko eingehen. So.
Wir haben mehrfach die Vakuumversiegelung wechseln müssen und haben darunter erreicht, dass sich neues Gewebe gebildet hat. Also Vakuumversiegelung heißt, es wird ein Schwamm flächig in die Wunde eingelegt, mit einer transparenten, luftundurchlässigen Folie abgeklebt und das Sekret mit dem Unterdruck und der Wunddrainage kontinuierlich abgeleitet. In diesen 11 Wochen ging es mit Hoffnung und Enttäuschung ständig bergauf und bergab. Und man nimmt die Umwelt ganz anders wahr. Und es hat alles mit Bewegung zu tun, mit gesunden Füßen. Und ich war halt eben der Gehandicapte. Ich war einfach nur froh, dass ich dann nachher wusste, es wird wieder. Ich glaube, ich hätte mir mein ganzes Leben Vorwürfe gemacht, wenn Manni den Fuß verloren hätte. Wir sind jetzt im Universum, ganz schön laut hier drin. Das hängt damit zusammen, dass viele Lehrer diese Chance wahrnehmen, ihren Schülern hier etwas zu zeigen, was sie in der Schule einfach nicht zeigen können. Also hunderte von Schulkindern testen hier, schaukeln, rudern und können ihre Sinne testen. Das hat auch was mit optischen Täuschungen zu tun. Und wir sind hier an der Station für optische Täuschung. Der Ausstellungsleiter ist Dr. Tobias Wolf. Herr Dr. Wolf, Sie haben hier so ein paar Exponate. Wir können gar nicht alle zeigen, aber vielleicht das eine, dies hier zum Beispiel. Was wird denn da jetzt getäuscht oder uns gezeigt? Ja. Man sieht hier eigentlich so ein ganz normales Muster aus Quadraten, wie wir es auch so aus dem Schulheft kennen oder so. Die Linien scheinen alle parallel zu sein. Schaut man jetzt hier in die Mitte, da sind die etwas gegeneinander verschoben. Also in diesem Teil hier, nicht? Genau. Und schon erscheinen diese Linien gar nicht mehr gerade. Was daran liegt, dass es im Gehirn im Prinzip das, was wir sehen, auch noch weiterverarbeitet wird und verglichen wird mit dem, was man kennt. Sie können mir erzählen, was Sie wollen. Ich teste das jetzt mal, ob es wirklich nicht parallel ist. Also da unten ist klar, das sieht man auch zu Hause. Das hier ist noch ein gerader Strich, das auch hier. Mein Manuskript ist der Beweis dafür, es ist alles parallel und ganz gerade. Wie entsteht solch eine Täuschung? Ja, solch eine Täuschung entsteht eigentlich erst bei uns im Kopf. Also das hat nichts mit unserem Sehsystem der Augen zu tun, sondern es ist eine Sache, die bei der Bearbeitung im Gehirn. Also ich sehe geradeaus, aber denke krumm. Das Gehirn denkt ein bisschen schräg. Ja. Wir haben hier zwei Scheiben, die schwarz-weiß gezeichnet sind. Was sind das für runde Scheiben? Die werden erstmal gedreht jetzt. So. Das ist also so eine Scheibe mit so einer Spirale, die in eine Richtung gedreht wird. Und das Experiment ist jetzt eigentlich, dass man genau in die Mitte schaut. Also Sie zu Hause sollten jetzt ganz genau zuschauen. Ganz genau zuschauen und schon mal Ihre Hand bereitlegen. Die brauchen Sie gleich. Genau, und zwar den Mittelpunkt dieser Scheibe fixieren. Also diese Scheibe dreht sich rechts rum. Und wenn ich jetzt auf meine Handoberfläche schaue oder auf die Handinnenfläche, dann haben Sie das Gefühl, das dreht sich links rum. Das Gehirn erzeugt quasi eine Gegenbewegung, um diese Bewegung, die man da ständig vorgesetzt kriegt, sozusagen auszugleichen. Und das macht es uns etwas einfacher, solche Bewegungen dann auch längere Zeit ertragen zu können. Wir wollen jetzt mal hier diese Station optische Täuschung verlassen. Wo gehen wir jetzt hin? Jetzt gehen wir zu einer Station zum räumlichen Sehen. Und dazu gehört im weitesten Sinne auch dieses etwas vorsintflutlich aussehende Gerät. Was ist das, Herr Dr. Wolf? Ja, das ist ein Exponat, wo man den Blickwinkel messen kann. Also wie weit man von links bis rechts, welchen Winkel man da abdeckt. Normal sind etwa 160 Grad. Ja, 160, bei manchen ist etwas mehr, bei manchen etwas weniger. Wie entsteht eigentlich räumliches Sehen? Das räumliche Sehen entsteht jetzt, wenn sozusagen die beiden Augen ja auch gleiche Teile abdecken. Also wenn man mal die Augen so klinkert, dann hat man in der Mitte so eine Art Schnittmenge, wo man mit beiden Augen schaut. Und dort kann dann das Gehirn aus diesen beiden Bildern ein dreidimensionales Bild zusammensetzen. Nochmal zurück zu dieser Sichtweite auch. Warum ist es so gefährlich, zum Beispiel die Schuhe vom Erstgeborenen am Autospiegel zu haben? Ja, weil man hier gerade am Rande seines Gesichtsfelds sehr stark auf Bewegung reagiert und dann reflexartig manchmal reagiert. Und in dem Fall ist es so, dass man sich daran gewöhnt und dann im Zweifelsfall nicht mehr reagiert. Also, nicht Auto fahren sollte, wer nicht erstens mit beiden Augen klar sehen kann und zweitens, man sollte dieses Bimmelbammel am Autospiegel auch entfernen. Wir haben es gerade von Dr. Wolf gehört, das lenkt ab. Und drittens, man sollte auch vor allen Dingen nicht müde Auto fahren, denn alles kann fatale Folgen haben und genau das ist auch in unserem nächsten Beitrag zu sehen. Wir kamen frisch aus dem Urlaub, wir waren auf Mallorca
sind in Köln-Bonn gelandet. Wir wollten eigentlich von Hamburg fliegen, wurde aber keine Plätze frei. Ich habe einen Onkel in Köln. Gedacht war, dass wir dann dort übernachten, die Betten waren fertig. Dann sollten wir am nächsten Tag, am Montag, dann nach Stade fahren. Und, bleibt ihr jetzt bei mir? Ja, muss er wissen. Nee, wir haben uns überlegt, wir haben eben schon drüber gesprochen, ich möchte gerne nach Hause fahren. Das wäre nicht schlecht. Alles vorbereitet. Ja, muss es sein. Ich bin noch fit. Ich war schon sehr enttäuscht, weil ich auch gerne noch mal mich mit meinem Onkel und meiner Tante unterhalten hätte. Aber er ist nur ein Freund und wenn er meint, er könnte noch fahren, dann lasse ich ihn fahren. Zuletzt nach 100 Kilometern wurde ich langsam ein bisschen müde und Sebastian musste auch zur Toilette mal irgendwann und dann haben wir gesagt, okay, dann halten wir mal an. Jerome rief mich an, als sie aus dem Urlaub gekommen sind, da war ich aber noch in der Wohnung und habe Sachen gepackt und wollte halt bei meinen Eltern übernachten. Kannst mich ja bei Mama erreichen. Unsere Beziehung war keine Beziehung mehr in dem Moment. Wir hatten uns getrennt. Kürzlich eigentlich im Guten auseinandergegangen und wollten mal sehen, was die Zeit bringt. Der Sebastian während der Fahrt, der war genauso müde wie ich eigentlich, weil wir ja beide zusammen die Nacht vorher ordentlich gefeiert hatten. Ich wurde immer müder, immer unkonzentrierter. Ich musste immer mehr auf mich selbst aufpassen, habe also schon gemerkt, dass ich mal zwischendrin auch mal kurz eingenickt bin, Sekundenschlaf und sonstiges. Sag mal, kannst du noch fahren? Das geht schon noch. Wir sind auch gleich da. Ja, es war später Nachmittag und meine Eltern haben sie ihnen dann noch angeboten, dass er dann bei denen auch noch einen Kaffee trinken kann und ob er nicht da bleiben möchte, um sich wenigstens etwas auszuruhen, weil die sich ja gedacht haben, das war noch ein harter Abend, der Abend davor. Und das wollte er alles nicht. Ich möchte ins Bett zu Hause. Ich konnte bloß das übertragen von mir auf ihn. Also er muss ähnlich kaputt gewesen sein wie ich. Und ich hatte unterwegs schon geschlafen und ich war wirklich fertig. Und diesen Eindruck, den hat er eben überhaupt nicht hinterlassen. Ich habe auch auf der Fahrt nach Hause, obwohl es über 20 Kilometer war, nicht mehr angehalten. Es ist ein Weg, den ich weiß es nicht, vielleicht 100 Mal im Jahr fahre, von Sebastian zu mir nach Hause. Der ist drin, da muss ich nicht aufpassen. Es waren auf dem Weg die Autos, die mir entgegengekommen sind, mehr irgendwelche schnellen Gespenster, die vielleicht an mir vorbeigehuscht sind oder sonstiges. Aber ich habe es nicht mehr wirklich als Verkehr wahrgenommen. Es fing langsam an zu dämmern, aber ich habe mir gedacht, es sind wirklich nur noch ein paar Kilometer und die schaffst du noch, bevor es dunkel wird. Polizeikommissar Rudolf Neumann und Polizeiobermeister Stefan Müller sind auf dem Weg zurück zu ihrer Dienststelle in Buxtehude, als sie das Autowrack entdecken. Ja, sieht so aus, ne? 16.01 für 21. 16.01. Ja, wir sind hier auf einen Unfall zugekommen, am Hauser Straße 63. Sieht so aus, als ob da auch einer schwer verletzt ist. Schick mal ein RTW raus. Hallo? Die erste Erinnerung ist eigentlich, was ist passiert. Also ich wusste nicht, wo ich bin. Ist es Realität? Ist es Traum? Bin ich zu Hause angekommen? Bin ich nicht zu Hause angekommen? Ich wusste es nicht. Hallo, was ist denn passiert? Kannst du mich verstehen? Hallo? Hallo? Du, die Tür klemmt. Wir brauchen die Feuerwehr, Stefan. Eine verletzte Person klemmt, die noch die Feuerwehr. Ja, Person klemmt, brauchen die Feuerwehr. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Buxtehude werden auch ein Team des DRK und ein Notarzt alarmiert. Ich habe dann irgendwann wahrgenommen, dass sich Personen oder eine Person versucht, mit mir zu verständigen. Mit Hallo und was ist Ihnen passiert? Sie hatten einen Unfall und da habe ich dann auch wirklich erst wahrgenommen, es ist Realität, es ist was passiert. Da steht der Wagen drauf. Ja. Ich hole meine Decke. Jo.
Ich konnte meine Hände, meine Arme, das konnte ich alles bewegen. Die Beine habe ich versucht, aber da ging nicht viel. Bin mir dann mal mit den Händen übers Gesicht gefahren und habe da eigentlich gespürt, da stimmt was nicht. Also, es war warm, es war feucht, nicht der Normalzustand, den man verspürt, wenn man sich übers Gesicht fährt. Ja, ist alles halb so wild, kriegen wir alles hin. Was mit der Feuerwehr? Alle Einsatzkräfte sind verständigt und unterwegs. Du, ich gehe runter, ich sperre die Straße schon mal ab. Ne? Ja, alles klar. Ich habe gesagt, gut, ich harre der Dinge, die da jetzt kommen. Ich habe einfach nichts mehr gemacht. Ich habe einfach nur abgewartet und gehofft, es passiert jetzt irgendetwas. Als wir uns dem Auto näherten, war natürlich zunächst mal das Problem, an den Unfallverletzten heranzukommen. Er war eingeklemmt. Als erstes brauchen wir dann einen Zugang zum Verletzten, um ihn primär versorgen zu können. Als ich den Unfallverletzten etwas näher in Augenschein nehmen konnte, fiel gleich auf, dass er im Gesicht stark verletzt war. Er blutete stark, er war Gott sei Dank ansprechbar und wir mussten davon ausgehen, dass ein Gesichtsschädeltrauma oder auch ein leichtes Schädelhirntrauma vorliegt. Das Problem ist, dass man immer vom Schlimmsten ausgehen muss. Man erlebt die dollsten Überraschungen und insbesondere Menschen, die einen so schweren Unfall gehabt haben, stehen so unter einem Adrenalinspiegel, dass sie Schmerzen gar nicht angeben. Obwohl sie mehrere Knochenbrüche haben und schwer verletzt sind, sagen sie oftmals, ich hab nichts. Und da darf man sich nicht täuschen lassen. Als ich das zweite Mal ins Bewusstsein gekommen bin, da habe ich sehr, sehr viele Stimmen um mich herum gehört. Es war fast taghell erleuchtet. Ich habe ein Geräusch gehört, was sich wie Metall angehört hat. Das Auto hat sich bewegt, Glas ist gesplittert, es hat geknirscht und gewackelt überall im Auto. Und wusste dann erst wirklich, dass wirklich was ganz Schlimmes passiert. Weil die sind nicht aus Spaß hier, die sind wegen dir wahrscheinlich hier. Das Entscheidende bei solchen Aktionen ist die Überwachung, weil sich natürlich der Zustand, insbesondere kurz nach der Befreiung aus einer Einklemmung, dramatisch verändern kann. Wenn der Druck der Einklemmung auf die Körperhöhlen nachlässt durch die Befreiung, dann kann eine bis dahin komprimierte Blutung sich relativ frei entfalten und das kann zu einem Kreislaufversagen führen. Da war für uns die ganze Zeit eine gewisse Spannung in der Luft, ob er diesen Unfall dann auch wirklich so gut, wie er in dem Moment aussah, auch überleben wird. Ich habe auch irgendetwas gesehen, verschwommen. Ich habe Stimmen wahrgenommen, Lichter gesehen, aber nichts scharf sehen können. Da war die erste Angst, die ich eigentlich hatte, kannst du sehen. Machen Sie bitte mal die Augen auf. Könnt ihr den Finger sehen? Ja. Gucken Sie mal hier hin, den Finger hinterher. Wie viele Finger sind das? Gut. Und wenn Sie auf den Finger gucken, sehen Sie. Ich hatte dann eigentlich Angst davor, dass ich dann irgendwann alleine sein werde. Wen sollen wir anrufen? Ich wollte jemanden haben, der mich kennt, den ich kenne und von dem ich weiß, dem kann ich vertrauen. Und da ist mir in dem Moment eigentlich eingefallen, das ist Dominik. Und aufgrund dessen habe ich dann den Helfern versucht mitzuteilen, ruf bitte dort an und habe immer und immer wieder die Telefonnummer kundgetan. Hast du denn Jack? Ja, Dominik am Apparat. Was? Ich war total geschockt und wusste überhaupt nicht, was ich machen sollte, weil es hat alles so abrupt aufgehört. Er ist in Urlaub gefahren und nun wollten wir uns noch mal treffen und wiedersehen und vielleicht von vorne anfangen. Und das war irgendwie ein tiefes Loch, wo ich reingefallen bin und dachte, das wird jetzt alles nichts mehr. Ich wusste auch nicht, ob er mich überhaupt sehen will jetzt da oder ob er lieber ohne mich da sein will. Jetzt sofort. Ich wollte einfach hinfahren. Also das war mir in dem Moment dann egal. Ich wollte hinfahren, ich musste ihn sehen und ich wollte auch irgendwie bei ihm sein. Ich habe ihn gesehen und ich war total schockiert. Also wie er aussah und irgendwo wusste ich, dass ich ohne dem gar nicht sein kann. Ob jetzt was passiert war oder nicht, ich wusste, dass er irgendwo zu mir gehört und dass ich das auch will. Wir müssen jetzt speziell, Sie können ruhig an ihn rangehen. Das ist mir war es auch wichtig, dass er weiß, dass ich für ihn da bin, egal was daraus wird. Ich bin eigentlich gleich wieder raus aus dem Raum. Ich hätte da jetzt nicht stehen bleiben können die ganze Zeit oder so. Ich brauchte irgendwo Luft. Ich musste irgendwie ausatmen und erstmal irgendwo vor die Tür gehen.
Jerome hatte schwere Weichteilverletzungen unterm Auge links, da wo das Jochbein gebrochen war, Zahnverlust im Oberkiefer und im Unterkiefer. Und der Oberkiefer war erstaunlicherweise längst gebrochen. Deswegen haben wir ihn auch direkt bei uns aufgenommen und auch zügig operiert. Und wir mussten während der Operation erst die Lage der Zähne zueinander rekonstruieren. Und dann haben wir im Folgeschritt die Knochen wieder mit Schrauben und kleinen Platten fixiert. Als ich im Krankenhaus war und erfuhr, dass nur sein Gesicht verletzt war und der Rest vom Körper war in Ordnung, das haben die Ärzte auch gesagt, keine inneren Verletzungen, da war ich schon erleichtert. Als ich ihn das erste Mal besucht habe, bin ich ins Krankenzimmer rein und ich war schon fertig. Was muss der für ein Glück gehabt haben? Und das ging mir alles durch den Kopf und ich konnte froh sein, dass ich da nicht drin gesessen habe. Ich konnte froh sein, dass es ihn noch gibt. Jetzt, wo ein bisschen Zeit vergangen ist, uns einfach das Leben gezeigt hat, dass wir zusammengehören, dann haben wir uns verlobt, ganz kurzfristig eigentlich und überraschend. Jetzt steht die weitere Planung vor der Tür. Als ich den gesamten Unfall wirklich realisiert hatte, habe ich mir selbst Vorwürfe gemacht, was hätte noch alles passieren können. Ich hätte auch ein anderes Auto frontal rammen können und hätte das gesamte Leben irgendeines Menschen oder einer ganzen Familie zerstören können. Die Vorwürfe habe ich mir auf jeden Fall gemacht, nachdem ich wirklich verstanden habe, was ist da passiert. Frage an Sie zu Hause ganz im Vertrauen. Wie groß ist eigentlich Ihre Reaktionsgeschwindigkeit, wenn Sie mit dem Auto unterwegs sind und plötzlich rollt ein Ball über die Straße oder ein Kind kommt zwischen parkenden Autos hervorgerannt? Top, werden Sie sagen. Glaube ich Ihnen nicht. Vielleicht ganz gut, aber nicht top. Und darüber will ich mich mit Beate Fuchs unterhalten. Sie ist Diplombiologin, hier im Universum tätig und auch verantwortlich für diese Ausstellung. Über dieses Gerät werden wir gleich sprechen, aber erstmal eine Frage. Was ist eigentlich eine Reaktionsgeschwindigkeit? Die Reaktionsgeschwindigkeit setzt sich zusammen einmal aus der Nervenleitgeschwindigkeit. Das heißt also, wenn wir jetzt hier mit dem Hand draufhauen, dann muss ja der Reiz durch die Nervenbahn ans Gehirn geleitet werden, verarbeitet werden und dann müssen wir reagieren. Und gleichzeitig können wir diese Nervenleitgeschwindigkeit nicht beeinflussen, aber wir können üben, schneller zu reagieren. Hier laufen Farbbilder vorbei, ganz schnell. Ab und zu ein rotes und da muss man draufdrücken. Das waren jetzt 0,32 Sekunden. Ich war, bevor wir angefangen haben zu drehen, schon mal ein bisschen schneller, weil wir ein paar Mal geübt haben. Aber es lässt natürlich dann im Laufe der Zeit auch und des zunehmenden Alters nach. Das haben Sie gerade gesehen bei mir. Jetzt sind es nur noch 0,28 Sekunden. Jetzt wollen wir mal zwei Kinder testen. Da ist mal der Armin, der ist 7 Jahre alt. Dahinter kommt die Claire, die ist 11 Jahre alt. Armin, du kennst das Spiel. Wenn das rote Feld kommt, draufdrücken, 0,47 Sekunden. Machen wir noch einmal. Denn wir haben ja gehört von der Frau Fox, wenn man das ein bisschen übt und zwei, dreimal macht, dann werden die Zeiten kürzer. Guck, du bist schon schneller geworden. Ein paar, was sind das jetzt, Hundertstelsekunden. Und jetzt kommt die Claire mit ihren 11 Jahren. Die müsste eigentlich schon schneller sein. Wenn das rote Feld kommt, drückt sie drauf und genau 0,40 Sekunden. Mach ruhig weiter. Um eine Reaktionsschnelligkeit geht es auch in unserem nächsten Beitrag. Ein Motorradfahrer ist unterwegs. Er reagiert blitzartig. Allerdings kann er den Unfall, den wir Ihnen jetzt gleich zeigen werden, nicht mehr verhindern. Miss Goldingen im September 99. Familie Jaros verbringt den Sonntag ausnahmsweise ohne Sohn Nico. Mama, was kommt denn heute Abend? Sonntagmorgen waren wir zum ersten Mal in unserem Familienleben zu dritt. Nico übernachtete das erste Mal bei Peter, ist ein guter Bekannter von mir. Ich war draußen im Garten, reinigte unseren kleinen Swimmingpool. Andreas saß ebenfalls im Garten, genoss eigentlich die Wärme des Spätherbstes. War ein wunderschöner Tag. Zur gleichen Zeit sitzt der 6-jährige Nikolas mit dem Freund seines Vaters beim Frühstück. Was machen wir denn heute? Ich möchte mal mit einem neuen Motorrad fahren. Oh, da müssen wir vorher den Vater anrufen. Mhm. Machst du? Hast du die Nummer? Mhm. Papa, Telefon. Hallo, Jaros. Hallo Papa, ich bin's, der Nico. Ja, hallo Nico. Und wie war deine erste Nacht? Gut. Und was macht ihr jetzt? Ich mag fragen, ob ich mit Peter sein neues Motorrad fahren darf. Ist in Ordnung. Also sagen Peter einen lieben Gruß und dann wünsche ich euch viel Spaß. Ich hole dich dann nachher ab. Frau Baba, einen schönen Gruß. Ja, und was sagt ihr? Darfst du? Ha? Darfst du? Pass auf, dann packen wir die Sammeln ein.
ziehen uns an und düsen direkt los. Okay. Hinsichtlich der Zustimmung zwecks der kleinen Spritztour von Peter und Nico hatte ich keine Bedenken. Peter fährt seit Jahren Motorrad, ist ein ruhiger, besonnener Mensch. Also kein so Raser, wie man sie teilweise auf der Straße antrifft. Und ich machte mir auch keine Sorgen. Also bei anderen Personen hätte ich wahrscheinlich die Zustimmung verweigert. Ich fuhr zu dem damaligen Zeitpunkt ebenfalls noch Motorrad. Und Nico war eigentlich das Motorradfahren schon nah gewöhnt. Also er machte keine Faxen auf dem Motorrad hinten, verhielt sich ruhig auf dem Motorrad, also rumwandelte oder so. Kleiner Motorradfahrer eben. Ne? Vielleicht hat er es von mir oder ich weiß es nicht. Halt, wo man die Kurve so nahe hängt und wenn es halt in die Füße kitzelt und die Geschwindigkeit fahrt mit 200 so, dann das so 99. Also es war ein wunderschöner Tag. Wir wollten mit unserem Auto raus ins Grüne, den Hund mitnehmen. Wir haben uns noch nicht ganz entschlossen, gehen wir an den See oder an den See. Da haben wir was vergessen, wollten einfach noch mal was holen. Da ist halt so holige Strecke gekommen. Da sind wir halt da so gefahren, da ist das so runtergegangen. Hast du das jetzt wieder gehört? Es war so ein markerschütternder Schrei, so durchdringend. Mein Fuß! Da hat man eine richtige Gänsehaut bekommen. Das schön liegen bleiben, schön liegen bleiben. Ich komm gleich wieder, ich hol nur Hilfe. Schön liegen bleiben, ich bin direkt wieder da. Ich bin direkt wieder da. In dem Moment kam der junge Mann angerannt, ein Motorradfahrer. Und hat also ganz aufgeregt, war fürchterlich aufgeregt. Oh Gott, was ist passiert? Ich habe einen Unfall mit dem Motorrad gehabt. Da ist ein kleiner Junge dabei, der liegt noch oben im Graben. Mhm. Holen Sie einen Notarzt wagen? Ich gehe jetzt rauf, telefoniere, hol den Notarzt wagen, komm sofort rauf. Okay, ich laufe schon mal vor. Bin dann raufgerannt ins Haus, hab telefoniert, bin zu schnell, hab einen Notarzt alarmiert. Ich bin schon wieder da. Jetzt wird jetzt alles wieder gut. Kommt gleich ein Doktor. Da kommt ein Notarztwagen. Ich bin so schnell wie möglich wieder ins Auto runter, habe eine Decke geholt, bin also auch ziemlich schnell, so schnell es eben ging, raufgerannt und da lag dann der kleine Junge. Es war ganz schrecklich, wie die Wunde ausgesehen hat, also es war wirklich schlimm. Decke unter deinen Füßen, dann geht es dir ein bisschen besser. Über die Leitstelle wird umgehend ein Rettungsteam des DRK Schwäbisch Gmünd zur Unfallstelle geschickt. Als die zwei Motorradfahrer dann ankamen, sind sofort hergesprungen, haben gefragt, kann ich helfen? Ich habe gesagt, es wäre mir recht, also es ist immer besser, sie sind zweiter und sie sollen ihm vielleicht ein bisschen den Kopf stützen, dass er etwas hochkommt, dass er vielleicht etwas besser Luft kriegt. Oder auch das Gefühl hat, es sind noch mehr Leute da, die sich um ihn kümmern. Ich muss dringend nochmal telefonieren. Ich muss die Eltern anrufen. Ich muss denen wenigstens Bescheid sagen. Ja, dann gehen sie am besten unten ins Haus zu meinen Eltern. Da geht es am besten zum Telefonieren. Julia, stellst du das Fahrrad in die Garage? Wir holen Nico ab. Jarosch? Ja, hallo, grüß dich. Hier ist der Peter. Ich habe mit dem Nico einen Unfall gehabt. Super, und wo ist das passiert, bitte? Ich bin jetzt zwischen Wildgarten und Kirchenkirnberg. Ist in Ordnung, ja, ich kenne mich aus. Wir kommen sofort. Ja, okay, ich bin wieder an der Unfallstelle. Steig ein, der Nico hat einen Unfall gehabt. Oh Gott. Wir haben festgestellt müssen, dass der Patient ansprechbar war. Das ist mal ein sehr gutes Zeichen. Er hat alles bewegen können, außer sein rechtes Bein. Er hat über Schmerzen geklagt, am rechten Bein, an der Ferse. Und wir haben feststellen können, dass er sonst keine Verletzungen gehabt hat. Kein Halswirbel oder Brustwirbel oder Bauch oder das Becken, hat also nichts abbekommen. Wir sind dann zur Unfallstelle gekommen im Notarzt-Zubringer-Fahrzeug, das Rettungseinsatzfahrzeug mit den
zwei Rettungssanitäter, die waren schon vor Ort und haben primär stabilisierende Maßnahmen beim kleinen Nico eingeleitet. Okay, vor Ort hat sich nach Überprüfung der Vitalverhältnisse sofort feststellen lassen, dass es sich um eine schwere Verletzung der rechten Ferse handelt. Beim jungen Mann mit noch offenen Wachstumsfugen, es handelt sich um eine schwer verschmutzte, drittgradig offene Wunde mit großem Weichteilschaden. Das Weichteilgewebe war aufgerollt wie eine Sardinenbüchse. Die stark verschmutzte Wunde wurde steril verpackt, wurde stabilisiert in einer Schiene. Der Fuß musste wohl teilweise replantiert werden. Das Weichteilgewebe muss plastisch gedeckt werden. Da muss man relativ schnell eine kinderchirurgische Schwerpunktabteilung mit Replantationschirurgie und Weichteilchirurgie einfliegen. Während der ganzen Fahrt hatte ich schon ein mulmiges Gefühl, muss ich sagen. Bis zum Hubschrauberlandeanflug war der Junge dann in tiefem Schlaf, also in tiefe Narkose versetzt, war primär versorgt und konnte mit einer Spezialtrage dann in den SAR 75 transferiert werden, wo er dann in die Universitätsklinik nach Ulm auch gebracht wurde. Wir erreichten dann nach ca. 35 Minuten die Unfallstelle. Wir trafen im Unfallort nur noch den Dr. Schumacher an, welcher versuchte, uns zu beruhigen. Er sagte, Nico wurde in eine Spezialklinik gebracht, wir sollen uns keine Sorgen machen, es wird bestens für ihn gesorgt. Wir sind dann sofort nach Ulm gefahren und da, also im Autofahren da, habe ich schon Angst gekriegt oder gedacht, es muss was Schlimmes sein und es war schlimm. Ihn einfach nicht mehr zu sehen oder nicht bei ihm gewesen zu sein. Das ist der 6-jährige Nico. Zustand nach Motorradunfall. Und zwar hat er als Beifahrer, hat er hinten. Wir haben nach einem kurzen Check der anderen Extremitäten sowie der Herz-Kreislauf-Situation dann den Patienten sofort nach Abschluss der Röntgendiagnostik des Unterschenkels und des Fußes in den OP verlegt. In der ersten Operation haben wir am Aufnahmetag nur ein Wunddebridement, also eine Wundsäuberung durchgeführt und das untere Sprunggelenk wieder eingerenkt. Also wir saßen dann circa 3 Stunden vor dem Operationssaal und warteten auf unseren Sohn. Es erscheint jede Minute wie eine Stunde. Als Nico aus dem OP gebracht wurde, das war ein Scheißgefühl. Ich kann es gar nicht beschreiben. Also lieber mir das Bein abnehmen, als so eine Verletzung beim eigenen Kind mitzuerleben. Gut. Die Verletzung von Nico war sehr schwer. Vor allem also muss man auch die Folge jetzt kontrollieren. Es waren mehrere Operationen notwendig, weil man so eine Wunde Stück für Stück also rehabilitiert. Das heißt, in ganz kleinen Schritten arbeitet man sich zu einer vollständigen Wundversorgung dann vor. Braucht viel Geduld von uns, braucht viel Geduld von Nico und von den Eltern insbesondere. Nicolas hat die Operationen gut überstanden. Er muss insgesamt 4 Wochen im Krankenhaus bleiben. Erst dann darf ihn die Familie mit nach Hause nehmen. In seinem Unglück hat er noch Glück gehabt, dass die Frau Schüle da war, dass der Dr. Schumacher sofort da war, ein Sportarzt. Das hat den Dr. Eisel in Ulm, ein Facharzt für Gefäßchirurgie. Und dass er ja Glück im Unglück gehabt hat. Weil du darfst nur eine Runde reden. Aber natürlich. Gleich in Notruf. Frank Klein rast auf seinem Mountainbike einen Hang hinunter. Völlig unerwartet tut sich ein Abgrund vor ihm auf. Der Radfahrer verletzt sich schwer. Fast in jeder Schule gibt es Ihnen im Biologieunterricht Hugo den Knochenmann, anhand dessen Knochengerüst wir alle gelernt haben, dass der erwachsene Mensch, manche haben es vergessen, 208 Knochen hat, Herr Dr. Wolf, die man aber nicht immer braucht. Nee, das kommt natürlich immer auf die Bewegung drauf an. Insgesamt ist es immer ein Zusammenspiel von Muskeln, Knochen und Sehnen. Mhm. Und hier beim Rudern, was ja jeder kennt, da sind fast alle unserer 208 Knochen beteiligt. Wir haben hier ein Gerät, bei dem man messen kann, welche Belastung auf die Knochen zukommt. Knochen sollen ja so hart sein wie Granit, habe ich gehört. Allerdings mit einem Unterschied zu Granit. Granit enthält kein Wasser und der Knochen, der menschliche, 30%. Ja, genau. Dadurch sind die Knochen des Menschen auch sehr elastisch. Das heißt, sie können auch große Belastungen abfedern, was Granit nicht könnte. Mhm. Und deswegen können wir auch relativ hohe Belastungen gut verkraften. Fernando ist hier.
Fernando wiegt etwa um die 75 Kilogramm. Und er wird jetzt mal hier eine Stufe zurückgehen. Und was werden wir jetzt gleich, wenn er runterspringt auf Kommando, was werden wir gleich sehen? Ja, wir werden gleich sehen, dass der Wert, den wir eben gesehen hatten, erhöht wird. Dadurch, dass er eben jetzt hier 20 cm hochgestiegen ist, muss er also mehr eigentlich abfangen, wenn er unten aufkommt. Auf Spanisch heißt das Fernando Santar. Springe. Und wir sehen, daraus sind jetzt 115 Kilo geworden. Das heißt, das sind unglaubliche Kräfte, die da auf den gesamten Knochenapparat wirken. Also bei Sprüngen so aus geringen Höhen, da kann das bis zum Dreifachen des Körpergewichts sein, was man da abfangen muss. Also bis zu 210 Kilo wäre das bei ihm. Wir stellen sich mal vor, Sie brettern mit Ihrem Fahrrad einen Berg hinunter. Es kommt zum Sturz. Welche Kräfte dort auf den Knochenapparat einwirken? Und damit sind wir auch schon in unserem nächsten Beitrag. Das Walzbachtal in der Nähe von Karlsruhe ist ein Mekka für Mountainbiker, auch für Frank Klein und seine Freunde. Die Naturfreunde Jülingen haben eine Mountainbike-Gruppe und ich bin seit ca. 5 Jahren da zugestoßen, habe dadurch viele Freunde kennengelernt. Schwerpunktmäßig fahren wir natürlich hier in unserem schönen Walzbachtal, so ca. 2-3 Mal die Woche. Pro Tour legen wir da 20-30 Kilometer zurück und es ist also eine hervorragende Sache, dort mitzufahren. Wir sind dann an eine Kreuzung gekommen und Ralf meinte, dass wir uns jetzt ein bisschen orientieren müssten. Ich weiß auch nicht, was da im Moment abging. Also merkte schon, dass ich ein bisschen ungeduldig bin und habe mich einfach wieder auf mein Mountainbike gesetzt und bin davon gedüst und habe die da stehen lassen und hab gedacht, die werden schon irgendwann nachkommen. Frank! Die Freunde rufen ihm noch hinterher, doch Frank Klein ist bereits aus ihrem Blickfeld verschwunden. Ich habe dann so einen Hang gesehen, der total zugewachsen war mit hohem Gras, Distelbüschel. Und der hat mich so magisch angezogen, dass ich ohne irgendwas zu denken, auf diesen Hang zugerast bin. Dann sind noch, was weiß ich, ein paar Sekunden vergangen, aber dann war ich filmreich. Als wir das unwegsame Gelände nach unten gingen, waren wir schon fast froh, da man keine Spuren sah. Und wir gingen trotzdem weiter bis nach unten, weil ich einfach gesagt habe, es kann nicht sein. Ich muss wissen, war er, ist er da unten oder ist er nicht da unten. Frank! Scheiße, du musst fahren. Unten ist er. Das war ein richtig erschreckendes Bild, wie er da regungslos lag. So, ich sage, sie ist ja bremslos. Ich mache jetzt uns mal gar rufen. Atmet aber noch. Atmet wieder. Okay, ich mache stabile Seitenlage. Ja, Wagner, guten Tag. Wir haben einen verletzten Kollegen im Mountainbike. Wir sind in der B3 zwischen Weingarten. Der Notruf geht in der Rettungsleitstelle Karlsruhe ein. Nachdem er Ralf Wagner angewiesen hat, dem RTW entgegenzufahren, funkt der Disponent einen Wagen des DRK Bruchsal an. Weingarten. 283, Einzelstaffort. Fahren Sie Richtung Weingarten, B3, alles näher gekommen. Verstanden, Weingarten. Die Rettungsassistenten sind zu diesem Zeitpunkt noch rund 10 Kilometer vom Unfallort entfernt. Deshalb alarmiert der Disponent zusätzlich den First Responder Fabian Wagner, der in unmittelbarer Nähe wohnt. Zweite Straße rechts. Der Kollege ist stürzt mit dem Mountainbike. Ja. Bleibst du gerade hier, da kommt noch ein Rettungswagen. Jawohl. Danke. Okay. Als ich beim Patienten eintraf, war er wieder ansprechbar. Er war kurzzeitig bewusstlos gewesen. Ich nehme Ihnen mal den Helm ab. Er wies Prellungen im Bereich der Rippen auf. Herr Klein. Rippenfrakturen waren nicht auszuschließen.
Herr Klein, wo haben Sie denn Schmerzen? Da wir an einem sehr entlegenen Ort waren, wartete ich auf den Rettungswagen, um auch den einzuweisen. Für mich war es fast wie Stunde. Mittlerweile hat Fabian Wagner bei dem Schwerverletzten bereits die Vitalfunktionen überprüft und ihm einen Stiffneck angelegt. 45 Jahre, Zustand nach Mountainbike. Ich habe ihn an den Rettungswagen übergeben. Dann über die Kante geflogen. Ich habe dem Kollegen geholfen, ihn mittels Schaufeltrage auf die Vakuummatratze zu legen. Dann wurde er in den Rettungswagen verbracht. Ein schlimmer Moment war, als Frank abtransportiert wurde, nicht zu wissen, wie es ihm geht. Für uns war es sehr schrecklich, dass ein so schöner Tag hat so enden müssen. Herr Klein? Während der Fahrt verschlechtert sich der Zustand des Patienten plötzlich dramatisch. Hallo, Herr Klein. Emil? Ja? Roman Nolas, jetzt rückt ein. Leitstelle Karlsruhe von 83.1. Schicken Sie den Notarzt, wir haben Verdacht. Dr. Alexander Bauer aus der Karlsruher Paracelsus-Klinik ist dem RTW sofort entgegengefahren. Bei unserer Ankunft war der Patient wieder ansprechbar gewesen, hatte Verletzungen im Gesichtsbereich sowie Schmerzangaben im Brustkorbbereich links. Aufgrund der vom Patienten geäußerten Schmerzzustände habe ich dem Patienten ein Schmerzmedikament sowie sicherheitshalber wegen der unklaren zentralnervösen Situation auch ein Mittel gegen Erbrechen und Übelkeit verabreicht. Dem Notarzt gelingt es, Frank Klein zu stabilisieren, sodass die rund 20-minütige Weiterfahrt nach Bruchsal in die Fürst-Stierum-Klinik ohne weitere Zwischenfälle verläuft. Als Herr Klein in unsere Notfallaufnahme gebracht wurde, war er wach, ansprechbar, Kreislauf stabil. Da er initial auch Beschwerden im Bereich des Abdomens, also im Bereich des Bauches, geklagt hatte, wurde eine Ultraschalluntersuchung durchgeführt. Soweit jetzt keine Abwehrspannung vom Bauch her. Herr Klein, wir fahren Sie jetzt zum Ultraschall, um bei Flüssigkeit im Bauch. Die durchgeführten Röntgenaufnahmen erbrachten keinen Hinweis für eine frische knöcherne Läsion. Die veranlasste Ultraschalluntersuchung ergab keinen Hinweis auf eine lebensbedrohliche innere Verletzung. Aufgrund der Gehirnerschütterung war eine stationäre Überwachung notwendig, da die potenzielle Gefahr einer Hirnblutung besteht. Mit Sicherheit wäre Herr Klein, hätte er keinen Helm getragen, bei weitem nicht so glimpflich davongekommen. Ich habe gelernt, nicht unbedingt alles fahren zu müssen, was die Natur so bietet, sondern lieber erstmal ein bisschen das Ganze abzuschicken. Denn Fahrradfahren macht nur dann Spaß, wenn man am Fahrrad sitzt und nicht im Krankenhaus liegt.